das Wochenende. Wer liebt es nicht? Ne? Ist immer schön, so schön lang, man kann machen, was man will. Ich liebe dein Wochenende auch. Du liebst ja. mein Wochenende? Ja, also wenn du das schon sehr liebst, dann mag ich es auch. Ah, da muss so was Gutes dran sein. Ja, da ist einiges. Und dieses Wochenende habe ich meine Zeit mit City Skylines ein bisschen verbracht und habe endlich Zeit gehabt, mal so ein bisschen dieses Add-on auszuprobieren, was letztens gekommen ist, und zwar Natural Disasters. Und wir können mal reinschauen, auf diesem wunderbaren Computer hier läuft eine meiner Städte, die ich mal gebaut habe. Und ich habe jetzt einfach mal die größte geladen, die ich je gebaut habe. Die ist nicht sonderlich schön, weil ich baue immer nicht auf schön, sondern ich baue auf möglichst viel Platz ausnutzen. Deswegen gibt es hier überhaupt keine Parks, sondern nur Beton und Häuser. Mm. Und wir zoomen mal raus. Ja, so ein bisschen wie Frankfurt. Das habe ich mir auch dabei gedacht. Ich wollte Frankfurt nachbauen, Elias. Oder vielleicht New York oder was in der Richtung. So eine schöne Stadt mit Hochhäusern. Den Smog-DLC musst du noch runterladen dann. Ja, Smog habe ich hier richtig derbe, Gregor. Guck dir das an, dieses ganze Wasser hier, das ist alles Gülle. Das hier alles ist die Wasserverschmutzung. Aber das will ich euch alles gar nicht zeigen. Gehen wir mal schnell in die Natural Disasters. Ihr seht, die ist auch noch nicht auf die ganze Karte ausgebreitet. Aber hier wohnen 100.000 Leute, wie ihr hier unten sehen könnt. Und machen wir das doch einfach mal alles. Oh, wieso ist denn jetzt hier... Ich hätte mal aufpassen sollen, jetzt haben die alle dreckiges Wasser, aber das interessiert die gleich nicht mehr, weil ich klicke hier unten rauf und dann hier rauf und dann haben wir verschiedene Sachen zur Auswahl. Fangen wir doch mal an mit einem Sinkhole. Sinkhole, wie wäre es hier bei den Hochhäusern mal? Da dürfte gleich was passieren. Können wir es im Studio so ein bisschen laut machen, sodass man... die eigene Stimme zumindest verstehen kann. Bisschen leiser meinst du? Ein bisschen leiser, ja. Ja, richtig, das meinte ich. Danke. Wo ist das Sinkhole? Es dauert nämlich immer ein bisschen, aber... Da ist ja wieder das eine in Japan, was aufgetaucht ist. Das hatten sie längst wieder repariert nach dem Tag. Ja, ne? Nach einer Woche haben sie nur gebraucht. Ich habe auch die Timelapse gesehen. Der Gregor erzählt da von diesem Sinkhole, das, wenn euch das interessiert, guckt mal bei YouTube, aus irgendwo in Japan. Ja, das war auch so eine Sache immer, ich habe hauptsächlich nur das alte SimCity gespielt, aber wenn du da einmal deine Stadt hast, mach ein Safe und dann lass die Natural Disasters los und mal sehen, was da abgeht. Genau, das habe ich gemacht, nur irgendwie wollen die Natural Disasters nicht. Ich mache jetzt einfach alle auf einmal. Die haben eine viel zu gute Versicherung da. Hier, ist das der, wo ist der Meteorit? Alter, recht, Meteorit stürzt ab. So, Tsunami kommt auch noch. Und ein Meteorit hier rein. Aber in die Hochhäuser, okay? So, und jetzt muss doch mal was passieren. Warten wir auf... Kommt der von oben? Von da? Seht ihr was? Wieso geht das nicht? Boah, wie eklig das ist, wenn ein Tsunami kommt und dieses ganze Schmuddel-Smogwasser... Sagen, dass nicht wenigstens reines Wasser mir die Wohnung zerstört. Ja. Das wäre noch ganz nett wenigstens. Die haben das ganz cool gemacht. Wenn der Tsunami kommt, sieht man richtig, so wie es in echt ist, dass erst das Wasser wegweicht und dann die große Welle kommt. Aber bin ich doof oder... Wieso kommt denn da nichts? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Irgendwie Zeit angehalten oder sowas vielleicht? Nee, die Zeit läuft eigentlich. Ich mache jetzt mal hier auf Super Forward. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Das dauert aber, ne? Krass, dass sie mit mir spricht. Du hast das Spiel noch nie mit mir gesprochen. Du hast sie zu stabil gebaut, die Stadt. Ja, warten wir mal ab. Ich glaube nicht. Hier links oben, das ist neu. Size of 5.5. Wieso muss man da so lange drauf warten? Ich dachte, das passiert umgehend. Was ist denn das hier? Seit wann muss ich auf meine... Oh, jetzt. Da. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin hier gerade frisch eingezogen. Oh, nein. Oh nein! Wie das ist? Einfach mal exakt drei Hochhäuser weggehauen. Wie? Das ist doch kein. So sieht das aus, wenn ich in der Öffentlichkeit niese. Dann kommt da so ein kleines. Wenigstens, da ist noch ein Haus, das daneben steht. Das wird jetzt vom Tsunami kurz angespült. So. Ja, jetzt kommen die anderen Desaster und man kann natürlich gegenarbeiten. Man kann jetzt so Bunker bauen und Feuerlöschtrupps. Was? Okay, also erstmal kommt der Regen. Wow, das ist der Lightning Storm. Oh, oh, und Tornado! Da geht's ab. Und der Meteorit! Oh, shit! Der Tornado und der Meteorit. Na, also. Ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann dampft sie richtig. Ja, vielleicht hast du die jetzt negiert, weil der saugt jetzt die Meteoriten auf. Ja, ja, der ist jetzt da drin, jetzt haben wir einen Feuermeteoriten, Sturm und Blitze nebenbei.
So sieht das dann aus. Und das sieht gut aus, oder? Guck mal, wie die kleinen Autos hier fliegen. Das sieht schick aus. Ich habe mich schon gefreut über den kleinen Popel-Bowser. Weißt du, was das Dumme ist? Der Fehler, den ich gemacht habe, in der Werbung das Spiel zu starten, um das Spiel schon am Laufen zu haben, wenn es losgeht. Dummerweise hat dann die Nacht eingesetzt. Es wäre ein bisschen geiler gewesen am Tage. Und seht ihr, wie das jetzt ruckelt? Alter Schwede. Alter Lachs. Ne? Ja, das finde ich genau. Viel Zerstörung, viel Partikel. Soll auch ruckeln. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Notebook, auf dem ich das hier habe, ist auch nicht das Passendste. Ne? Weil normalerweise läuft es ganz flutschig auf meinem Computer in den mittleren Jahren. Und das ist City Skylines, The Natural Disasters. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz zu Ilias rübergehen, aber ich möchte Ilias kurz vorher was zeigen und auch euch. Und deswegen beende ich das Spiel einmal ganz kurz, denn ich habe noch einen ganz kleinen Clip, Ilias, wenn du mir gestattest, den zu zeigen. Und zwar ist da eine Stelle, da musste ich mir so ein bisschen das Grinsen verkneifen. Und zwar kommt da einer der Indie-Entwickler auf die Bühne und er macht alles falsch, was man falsch machen kann. Und ja, da muss man ein bisschen schmunzeln. Und zwar ist das folgendes Video. So sieht's aus. Und das ist Mats Vibro. Say it together. Yeah. Inside. Mats Vibro ist arbeitet beim Entwickler Play Dead, das sind die von Limbo und Inside, wie sie gerade sagen. Dafür talentiert. Holt er sich das ab und jetzt soll er die Hand geben. Seht ihr nein. das? Aber er macht es nicht. Schon weh. Nein. Oh nein. Aber nicht das. Jetzt will er auch noch jetzt den Award. Gib mir den Award. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Später. Geh doch erstmal Hallo. Okay, später. Oh, wie unangenehm. Oder wenn du da vorne bist. Und die Frau ist schon weggelaufen. Sei schon, damit sie vor umarmen oder nicht umarmen. Und er ist auch so ein ganz kalter Typ. Siehst du keine Emotionen? Thank you, friends. You make a development team in Copenhagen. Ja, der hat's auf jeden Fall weggespielt. Der ist, also man spürt nicht, dass er innerlich gestorben ist gerade. Ja. Ich muss ja gerade. Schlimm hat's jetzt auch nicht ausgesehen. Ja, es ging. Also ich ging noch. Welcher war es vor 2 Jahren, glaube ich, auf der E3? Da war der dieser eine super nervöse Entwickler da von diesem Spiel mit dem von Unravel. Unravel, genau. Mhm. Der dann auf der Bühne stand und wo eben das ist die Figur, die ich gemacht habe. Und dann siehst du eben, wie die zittert die ganze Zeit. Das ist immer unangenehm, heftiger. Sowas. Ja. Aber man kann es nachvollziehen, sowas macht auch sympathisch. Yeah. Genauso wie den Ilias, denn der hat sich alle Awards, die in den letzten 7 Tagen stattfanden, angeguckt, manipuliert und vor euch zusammengefasst. Und deswegen gehen wir mal rüber in den Bereich Rot zu Ilias. Vielen Dank, Dennis. Du hast es erwähnt, die Game Awards. Relativ großes Thema der letzten Tage. Und nicht nur die Game Awards, sondern auch die PlayStation Experience. Die wollen wir jetzt zusammen jetzt hier ein klein wenig zusammenfassen, Revue passieren lassen und schauen, was da alles auf uns reingeregnet ist. Wir werden das so handhaben, dass wir chronologisch vorgehen, erst einmal die Game Awards besprechen und dann nochmal nach der Werbung zurückkommen und dann in der großen Gänze die PlayStation Experience thematisieren. Und, es gibt ja auch sau viel wirklich dann zu zeigen. Es gibt enorm viel. Das ist mega absurd. Ich will ehrlich sein, ich habe das. Wir hatten letzte Woche ein Redaktionsgespräch, was die Themen für die diesjährige Sendung. Und da habe ich halt gemacht, ja, das ist halt PlayStation Experience und Game Awards, wird ganz nett, glaube ich. Und ja, lass uns lieber auf Spiele konzentrieren, die schon da sind. Ja, Pustekuchen, das ist richtig, richtig krasses Wochenende gewesen mit diversen neuen abgefahrenen Videospiel-Ankündigungen und Reveals. Und die wollen wir jetzt hier näher besprechen. Bevor wir das aber machen, ganz kurz noch ein Wort zu den Game Awards. Ihr habt sie alle gesehen, ne? Ich habe nur die Trailer gesehen, muss ich zugeben. Du hast sie. Also okay. Ich bin jetzt nicht wach geblieben. 3 Uhr nachts war es. Ist jemand von uns überhaupt wach geblieben dann dafür? Also absichtlich wach bleiben wegen anderen natürlich. Ich muss zugeben, ich habe dann bei der Hälfte habe ich dann ausgemacht. Ich hab die erste Hälfte gesehen. Okay. Und die zweite Hälfte ist zusammengefasst. Ja, ich habe sie mir auch nachträglich nochmal angeguckt. Die gibt es ja in voller Gänze nochmal auf YouTube. Dauert auch 2 Stunden oder so. Ja. Ne? Genau. Das ist sehr sehr absurd gewesen. Ich habe sie mir komplett angeguckt und generell muss man sagen, dass man die ganze Awardshow auf die Hälfte quasi reduzieren könnte. Aber du musst doch noch Platz haben für diesen Typen im Rasiermann-Anzug. Ja, das ist generell, das ist so ein Ding. Das ist ein wichtiger Teil des Ganzen, denn die Game Awards haben ihre Geschichte mit Spike. Und Spike ist ein TV-Channel, der in Amerika quasi vertreten ist und der hat damals die VGAs, wie sie damals hießen, finanziert und auf die Beine gestellt. Und jetzt ist das so, dass Spike mittlerweile nicht mehr für die Game Awards verantwortlich ist, sondern
sondern dass alles in Eigenregie von Jeff Keighley stattfindet. Und der ist natürlich auf diverse Sponsoren und auf diverse Partner angewiesen. Deswegen wurden die Game Awards auch in den, wie hießen die, Microsoft... Game Awards, die Microsoft Game Awards präsentiert den Award für Sony. Ich glaube die Microsoft Halls oder so, so hieß die Venue, also der Veranstaltungsort. Weißt du, es ist ja auch okay, sowas muss ja dann auch finanziert werden, aber irgendwann driftet es natürlich ins Absurde ab. Das hast du ja mit Geoff Keighley auch vor etlichen Jahren, der hat dem halt ja heute noch der Doritos Pope. Oh ja. Nach, wo er dann mit dem Gatorade und den Doritos dann da saß. Und, Da gab es vor kurzem auch ein sehr interessantes Interview im Rahmen der Game Awards. Da hieß es, da hat Jeff Keighley halt gemeint, ja, ich weiß, die Doritos, die Dorito-Memes und die Mountain Dew-Memes, die sind da und es ist okay, es ist halt das Internet, aber ich hoffe, mein Erbe wird als die Game Awards quasi in Erinnerung bleiben. Und ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man sich die komplette Awardshow anschaut. Ich finde sie echt cool, generell super, dass es sowas gibt, aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, alter Schwede, wow, es ist nicht so cool. Geht es um PewDiePie? Also es geht nicht um PewDiePie, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie die Awards vergeben werden. Mhm. Es gibt stellenweise Awards, die im Nebensatz quasi vergeben wurden. Da hat Doom, glaube ich, das Spiel für das beste Actionspiel gewonnen. Und im Nebensatz hieß es noch, auch ja, übrigens auch Musik und Sonstiges. Und da wurden die Awards einfach nur so rausgeschleudert. Es gibt stellenweise Kategorien, oder wenn man genau sein will, eine Kategorie, die nicht mal erwähnt wurde. Mhm. Und das ist die Kategorie Best Fan Creation. Das ist sehr unglücklich da ausgerechnet, wo die Fans aber sind. Genau, aber die Kategorie stand an sich an einem relativ schlechten Stern, weil zwei Spiele im Nachhinein noch mal komplett aus der Kategorie entfernt werden mussten. Das waren zum einen das Metroid 2 Fan Remake und Pokémon Uranium, also zwei Fan Creation. Komm, Nintendo, ey. Ja, das ist glaube ich so ein Ding, wo Nintendo im Nachhinein noch mal Druck ausgeübt hat. Und wenn sie gesagt haben, wenn wir euch eh schon hier das in der Microsoft Nintendo Hall finanzieren, dann respect my authority. Ja, es ist halt komplett doof und die Kategorie wurde beispielsweise überhaupt nicht erwähnt. Und dann hat sich ein Nominierter, das ist derjenige, der die Fan-Mod zu Skyrim gemacht hat, und zwar Enderal, die extrem gut angekommen ist und an sich echt beeindruckend ist. Da hat er einen richtig krassen Rage-Post auf Facebook nochmal rausgehauen, wie das ist ein absolutes Armutszeugnis, damit wird die Kategorie gar nicht ernst genommen, die ganzen Creator, die da mitgemacht haben, wo ich ihn ein Stück weit nachvollziehen kann und durchaus den Ärger verstehen kann. Im Nachhinein wurde dann Enderal nochmal ausgezeichnet als beste Fan-Creation, aber nicht mehr im Rahmen der Game Awards. Als bestes, das beste Rage-Posting hat den Preis bekommen. Ja, ist halt sehr, sehr, sehr unglücklich gewesen. Gab es denn irgendwas überraschungstechnisches oder sowas? Also ich meine, sowas wie Musik-Doom hat mich persönlich gefreut. Das habe ich mir nämlich auch noch angeguckt. Ich habe mir ein paar der Trailer angeschaut und die Musik-Performance. Mhm. Ja, dann lieber auch gerne solche Live-Performances als den großen Rasierer, der auf der Bühne steht. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass es werbefinanziert ist, anders wäre es gar nicht möglich. Aber es gibt stellenweise Sachen, wo du dir echt nur an den Kopf fassen konntest. Und da hattest du, genau wie dein Moment eben gerade, wo du einfach nur den Kopf an die Hand an den Kopf packen musstest, da gab es schon ein paar, vor allem der Rasierer, der halt kam und unfassbar fremdschämig war. Ich dachte, das wäre Photoshop. Ich habe nur das Bild im Internet gesehen und da steht so ein Typ mit einem Rasiererkopf daneben. Und ich denke dann nur, okay, ja, Werbeveranstaltungen, machen die alle ihre Memes und alles. Ja. Nein, das ist echt passiert, ne? Ja, nee, absolut. Also vor allem, das war halt Kyle Bossman, der das mitgemacht hat. Ein Typen, den ich unfassbar schätze und ein sehr, sehr, sehr gutes Standing hat. Und der wurde von Jeff Keighley halt angewiesen, den ganzen Werbeshit zu machen, was ein bisschen schade ist. Aber nun ja, ist halt Teil der Award-Geschichte gewesen, von daher müssen wir es halt so hinnehmen. Ich hoffe, dass sie es im nächsten Jahr halt irgendwie so handhaben, dass sie es ein bisschen streamlinen, dass sie versuchen, da die unnötigen Awards oder die Awards, die einfach keinen Platz in der Sendung haben oder in der ganzen Show, dass sie einfach rausnehmen. Und dann ist auch gut. So, kann man bei mir auf den Rechner mal kurz draufgehen. Das Bild sagt alles, oder? Da lässt sich hier ein unbekannter Japaner mit dem Hydro ablichten. Ich weiß nicht, falls wir bei mir auf dem Rechner drauf können. Woher weißt du, dass das ein Japaner ist? Wegen dem Schlitzen oben da zwischen den Klingen oder was? Genau. Mensch, Gregor. Er kommt auch aus Hallo. Also finde ich, das ist der Wahnsinn. Und hier, das ist doch niedlich, oder? Süß. Weich und glatt. Ja. Und blutig. Ah, super fremdschämig. Aber gut.
Es gibt aber natürlich auch andere Seiten, die sehr, sehr, sehr abgefahren waren. Und da gehören natürlich die ganzen Announcements, die im Rahmen der Gaming, der Game Awards quasi das erste Mal gezeigt wurden. Und das erste, was mich komplett weggeflasht hat, war Death Stranding. Und Death Stranding wurde gezeigt im Rahmen der Preisverleihung für Kojima, für sein Lebenswerk. Das ist ja im letzten Jahr so gewesen, dass er den Award er wurde von Konami quasi davon abgehalten, seinen Award in Anspruch zu nehmen. Was haben wir dann erfahren? Dass Konami hat ihn irgendwie für 6 Monate in die Besenkammer eingesperrt und er durfte nicht mit seinem Team kommunizieren und nicht nach draußen gehen. Genau, ja, irgendwie ganz, ganz dumme, shady Sachen. Ganz super weird. Und da hat er das halt bekommen, hat seine Standing Ovations bekommen. Der Standing. Wow, ja. Nicht schlecht. Hast du da ein bisschen Material oder sowas von? Ja, klar. Nee, ich hab also geflasht so in Richtung, ich freue mich natürlich über alles, was Kojima und so weiter macht. Und da waren ein paar coole Bilder und so weiter mit dabei. Aber du weißt, es ist wieder erstmal wirres, bildmäßiges Kojima-Zeug mit drin. Diese ganze, anscheinend soll man ja, wenn man den Trailer plus den ersten Death Stranding-Trailer nebeneinander packt, irgendwie, dass die chronologisch zusammenpassen, weil irgendwie diese Babypuppe, die, wie sie wegschwimmt, taucht dann bei Guillermo del Toro. Es ist sehr komisch, wenn man das eins zu eins zusammenpackt, dann der Moment, wo das Baby bei Norman Reedus verschwindet, taucht es bei Guillermo del Toro auf. Das Baby ist also Silent Hills und sie versuchen es zu retten. Und dann kommt hier Hannibal Lecter noch dazu. Das fand ich übrigens ganz cool. Also das Poster würde ich mir, glaube ich, auch holen. Ne? Wenn man da Mads Mikkelsen dann auch sieht als spielerischen oder spielbaren Charakter wohl dann mit dabei. So mit der Suppe, die ihm da aus den Augen läuft. Ja. Das ist schon stilmäßig schon ziemlich geil. Aber eben ultra nichts sagen und nix. Genau. Ich habe es mir dann später noch mal mit einem Kumpel angesehen. Und der hat es ganz gut beschrieben. Es ist komplett nichtssagend und der Trailer gibt dir eigentlich nichts, aber er zeigt sehr, sehr gut diesen japanischen, absurden Style kombiniert mit Hollywood-esker Panzer ist geil. Eleganz. Der ganze Schleim, der auch da hinten so drauf liegt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Gio gesehen oder gelesen hat. Nee, leider nicht. Es war ein Manga und später auch Verfilmung von Junji Ito, der macht so Horrorgeschichten und da sind auch ein paar Memes draußen stehen. Da geht es darum, irgendwie, dass tote Fische mit mechanischen Beinen aus dem Meer an die Oberfläche kommen und dann Leute anfangen zu schlachten. Und so ein bisschen das Feeling hat der Death Stranding-Trailer dann weitergetragen. Das finde ich halt geil, dass du halt japanischen absurden Kram hast, kombiniert halt mit diesem Hollywood-Style und Atmo. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Und ja, ich kann nicht vollkommen nachvollziehen. Es gibt auch, Fabian war, glaube ich, jemand, mit dem habe ich kurz drüber gesprochen. Und der so, ja, ich habe keinen Plan, was die Leute haben, warum sie da komplett ausrasten. Der Trailer ist halt komplett nichtssagend, wo er vollkommen recht hat. Aber ist halt alles geil inszeniert und ich finde es einfach Hammer. Und auch sehr schön, ich schmeiß das auch mal kurz bei mir auf den Rechner drauf. Del Toro hat sich ja dann in der Folge, weil er natürlich wieder dann im ganzen Tenor dann da drin war, hat sich zu einem Tweet dann hingelassen und ist auch in den Tenor eingestiegen, denn Del Toro hat gesagt, fuck Konami. Alter Schwede, ja, ist halt eine fette Ansage, ne? Ja, es ist ja als Hashtag rumgegangen, ich glaube Jim Sterling oder so, das hat es ja dann eingeführt. Der hat ja auch jetzt die Fuck Konami News eingeführt. Der hat die Fuck Konami, obwohl bei ihm ist es ein Wort, ja? Nicht Fuck Konami, sondern genau, Fuck Konami. Ja. Was aber auch ziemlich smart ist, wenn man ehrlich ist. Und da sieht man, dass da noch einiges nachhängt wegen der ganzen Silent Hills Geschichte. Also die werden jetzt schon, vielleicht sind auch Ideen von Silent Hills drin, die mal gemacht werden. Genau. Du weißt ja nicht letzten Endes, was Death Stranding wird. Das Ding ist, dass Del Toro anders als bei Silent Hills nicht direkt involviert ist. Also er wird weder Skript mitschreiben, noch ist er anders kreativ drin. Mhm. Er spricht sich zwar mit Kojima ab, aber er wird dann hauptsächlich als Performer dann quasi bei Death Stranding. Er wurde schon gescannt, also ist alles gut. Genau. Und sein Erstgeborenes geht an Kojima wahrscheinlich, wenn wir dem Trailer wahrscheinlich, auch ja. Von daher, man muss halt sehr, sehr aufpassen, was den Hype betrifft um Death Stranding. Er nimmt jetzt schon sehr gefährliche Züge an, aber ich genieße ihn gerade sehr, 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 sehr arg. Ja, ich freue mich ganz drauf, wenn wir 2028 mal das Spiel sprechen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Du, ich fand bei dieser ganzen Kojima-Geschichte eigentlich ganz rührend, wie diese Games Awards anfingen. Und zwar startete ja der Jeff Keighley direkt mit Kojima und unterstrich nochmal, dass es ja ein guter Freund von ihm ist und so weiter. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir nicht ganz sicher war, ist jetzt der Jeff Keighley gerade fast zu Tränen gerührt? Weil in dem Moment, wo er sagt, das ist sein Freund, das merkt man, wie seine Stimme so ein bisschen runterdroppt oder so. Ich würde das gerne nochmal zeigen und schauen, ob ihr das ähnlich seht. Wenn wir kurz diesen Trailer einmal unterbrechen wollen und einmal hier schauen, denn das ist der gute Kojima und der Jeff.
Und achtet mal auf die Stimme von Jeff. You know, when I've questioned things in my own life over the past few years, I've drawn strength from seeing firsthand how Hideo dealt with this inflection point of his life. He is one of the most principled, loyal, and ethical men I have ever met. And I'm just so honored to call you a friend above everything else, Hideo. Das war's. I call you a friend. So, ja, so, habt ihr das so gehört? So leicht ja, so ein bisschen. Aber der ist ja auch ein emotionaler Mensch. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie gespielt oder sowas in der Richtung war. Es kommt ein bisschen übermelodramatisch rüber, ja. wenn das so nach vorne gepackt wird. Aber ich glaube, das weiß nicht nur Kojima zu schätzen, sondern eben wir auch, die diese ganze Konami und Metal Gear Solid 5 nicht fertig machen können Geschichte. Ja, das war natürlich eine Schande. Ne? Ja, ja, nee, klar. Ich finde es ein bisschen bedenklich, dass... Naja, Jeff Keighley ist ja im Grunde ein Journalist. Ja, ein amerikanischer Journalist. Ja. Das ist ungefähr das gleiche wie ein Versicherungsverkäufer. Ja, also du musst aber auch sagen, sobald er anfängt, würde ich das nicht sagen. Journalisten, klar, und er hat wahrscheinlich auch einen journalistischen Anspruch, aber er lässt sich diese Sache eben von der Game-Industrie dann finanzieren. Ja. Na, ich würde jetzt nicht losgehen und auf eine Review-Empfehlung von Geoff Keighley oder irgendwas ja. journalistisch von ihm ernst nehmen, was da hingeht, aber ich kann natürlich dann immer noch seine Meinung für realistisch halten. Na? Ja, es hatte für mich nur so ein gewisses Geschmäckle. Also, es war vollkommen verständlich und man kennt auch die History. Ich meine, Death Stranding, direkt nach der E3 war Geoff Keighley der Erste, der mit Kojima ein Interview führen durfte und alles. Deswegen durchaus nachvollziehbar, aber hat für mich nach wie vor ein komisches Geschmäckle. Was aber kein Geschmäckle hatte, war das nächste große Ding. Neben Death Stranding gab es natürlich auch diverse andere Reveals und darunter zählte Mass Effect. Mass Effect Andromeda, oh, da wurde ja. das allererste Mal so richtig ausschweifend Gameplay gezeigt. 5 Minuten in einer Zahl. Und ja, bevor es die Leute jetzt schreiben, ja, das Gesicht der Hauptdarstellerin sah ein bisschen komisch aus, das kann man aber selbst im Charakter diese Editor designen, also braucht ihr jetzt nicht alles damit vollspammen. Das Drumherum fand ich auf jeden Fall interessant. Ich bin wieder ultra heiß auf ein neues Mass Effect. Ja. Also ich würde auch hoffen, ich fände es ganz geil, wenn endlich mal auch wirklich so ein HD-Remaster in Anführungsstrichen kommt, weil die PC-Versionen sind es ja schon, aber da hatten wir ja schon die Diskussion mit der Steuerung und alles und Videosequenzen, einfach weil ich bin wieder bereit, schön Space-Action zu machen, schön ja. Sachen da anzustellen und allein als dieser Rundgang in der Stadt, den wir da später sehen. Genau, ja. Ich kann auch ein bisschen schon mal vorspulen. Boah, ihr müsst ja alle eine Zeit haben. So viele krasse Spiele kommen raus und ihr redet davon, die alten krassen Spiele, wenn sie in Remaster kommen und 100 Stunden dauern, nochmal zu. Das ist eine fucking Trilogie gewesen. Ja. Und du kriegst, wenn das in Remaster kommt, willst du nochmal spielen? Tut mir leid, das geht alles von meiner Hearthstone-Zeit ab. Sorry sehr. Ja, also ich kann da nicht so viel trainieren, aber Mass Effect 1 muss nochmal durchgespielt werden. Ja. Das sieht schon sehr abgefahren aus. Das habe ich dir, Gregor, kurz mal erzählt, als wir uns am Freitag darüber kurz unterhalten haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass Mass Effect an seinem Umfang sich stark an Dragon Age Inquisition ähnelt. Genau, das hast du ja gesagt. Ich habe Dragon Age 3 oder Inquisition nicht durchgespielt. Ich habe es nur ein bisschen, also die Zeit dafür nicht gefunden. Aber das war was ich als Kritik dann auch gehört habe, dass sie sich ein bisschen in diesen ultra weitläufigen Hinterlands oder so, also die Gegenden, wo du rumlaufen kannst, verliert. Und ja, das würde ich nicht hoffen. Ne? Du hattest ja bei Mass Effect immer eigentlich, wenn es so storymäßig abging, relativ Titelgebiete, die waren schon ganz gut designt und hattest eben diese optionalen Sachen, wo du mal ein bisschen breiter dich auslaufen kannst. Wenn man jetzt hier dann schaut, jetzt kommen ja noch so Crafting-Elemente dazu, ne? So fast schon No Man's Sky-esque. Ja. Ein wenig geh hin und sammel Uranium, um dann deine Waffe zu craften, mit der du noch mehr Uranium sammeln kannst. Deshalb hoffe ich mal nicht, dass sie sich daran dann ein Beispiel genommen haben, weil optional und weitläufig ist schon okay, aber es muss auch wirklich gut designt sein und gut gepaced sein. Das ist halt auch eine Ansage. Wir haben es eben gerade gesehen, dass Marco ist wieder da. Also das Geländefahrzeug, mit dem man sich auf die jeweiligen Planeten... Ich habe gehört, das ist diese Zauberenergie aus Final Fantasy VII, wurde mir gesagt. Muss ich das wieder extra kaufen wie in Mass Effect 1? Musste man den extra kaufen? Nee. Doch, wenn du es gebraucht gekauft hast, musstest du den Marco extra kaufen. Nee, ich habe mir Mass Effect 1 original gebraucht gekauft. War, ja? Das habe ich mir nicht extra gekauft. Ich glaube, bei der Xbox oder so, ne? Ja, ich glaube, bei der Xbox war das. Aber okay. Ich wünschte, es wäre optional gewesen. Ich fand es absolut grauenhaft. Es war auch nicht gut. Nee, es gibt ja auch eine Mission, wo du es machen musst in Mass Effect 1, ne? Ja, genau. Ja. Deshalb, ja, es sieht abgefahren aus und ich freue mich auch drauf. Ich habe halt wirklich nur die Sorge, dass das halt wieder viel zu groß wird, dass du diverse Fetch-Quests hast, wo du 3 Lithium sammeln musstest, damit außerirdischer X überleben kann und dass du noch diverse Sachen craften kannst und dann hast du noch Wettrennen und hast du hier nicht gesehen. Bei Mass Effect will ich einfach nur eine schöne, geile Story, ich will geile Charaktere, ich will einfach eine epische Atmosphäre haben.
Und hoffe, dass sich das dadurch halt nicht verliert mit dem ganzen Drumherum, das du sonst noch hast. Es wird wieder das eine Äquivalent geben, was so das nervige Filler-Ding ist, ob es eben die random designed Planeten im ersten waren oder beim zweiten, dass du Drohnen draufgeschossen hast, noch ein Löcher. Also irgendwas in der Form wird es geben, um das mal wieder aufzufüllen. Aber wenn ich hier die Kämpfe schon alleine sehe, ich habe wieder Bock, ich habe ja hauptsächlich dann als so gemischte Klasse dann gespielt, wo ich so halb meine Biotik-Fähigkeiten hatte und halb so dann Waffen machen konnte. Das war ganz geil, ne? Dann hinstürmen, blocken, Zeug anstellen. Also sehr, sehr einzigartig. Auch das sieht wieder geil aus, dass du halt wieder deine übernatürlichen Fähigkeiten hast, die du ansetzen kannst mit deinem Jetpack. Es ist schon cool. Knusper. Ja. Mich interessiert nur, ob ich wieder mit diesem Viech da schlafen kann, weil das ist ja an Mass Effect dann immer das Beste. Ach ja. Sag also, wir machen die neue Rasse dort, die Krogmaner. Die Krogmaner? Ja. Aber es gibt doch schon die Die Krogane gibt es natürlich. Die Krogane, ja. Vom Planeten Eisenstein, weißt du doch. Sehr gut, ja. Das ist Mass Effect. Es gibt noch diversen anderen Kram. Zelda würde ich eigentlich gerne als nächstes zumindest kurz ansprechen. Hatte ich der Trailer irgendwie... Also ich fand ihn nett, ja. Genau, er hat... Aber nicht mehr. Er hat mich jetzt nicht komplett weggehuckt. Genau, aber ich fand es zumindest ganz cool, dass du wieder ein paar neue Sachen gesehen hast. Vor allem das fand ich sehr, sehr, sehr schön, dass du halt einfach mal einen neuen Charakter gesehen hast. Und ich finde das Charakterdesign ganz schön, dass du halt wieder diese, wie nennt man das, anthropomorphen Person hast. Die einen sagen anthropomorphe Tiere, die anderen sagen Furries. ja, das war ein bisschen von so einer kleinen Gameplay-Session, die sie noch von Nintendo Treehouse gezeigt haben, was ja noch mal ein bisschen mehr gezeigt hat, ist das, was man im Trailer gesehen hat. Der Trailer selbst hat ja zumindest schon mal einen Blick auf Zelda selbst geworfen, nur unterhalb des Kopfes, also wir wissen noch nicht ganz, wie sie da ausschaut. Er hatte aber ähnliche Kleidung wie Link an, ein bisschen kleine Siedlungen da schon bei gesehen. Hier kam es mir so vor bei dem Gameplay-Ding, so, das ist ja die Wii U-Fassung, schätze ich mal, und nicht die Switch. Man muss sich schon framerate-technisch auf einige Einschränkungen damit einigen, weil ich denke, die soll so stark sein. Aber na gut, das ist wieder ein anderes Thema. Fangen wir jetzt nicht mit der Wii Switch an, ne? Wii Switch habe ich gesagt. Wii Switch Reloaded. Ja, darüber können wir uns nochmal in Ruhe nach der Werbung unterhalten, tatsächlich. Ja, ne? Und nach der Werbung gibt es noch viele andere tolle Sachen. Unter anderem werden wir natürlich noch ausführlich über die PlayStation Experience reden. Ähnlich wie wir es jetzt gerade getan haben mit den Game Awards 2016. Außerdem gibt es die Coming Soon Mods, was demnächst alles Spannendes erscheint. Das solltet ihr nicht verpassen. Und ich war Panzerfahren. Und wie das aussah, das seht ihr gleich, wenn ihr dranbleibt bei Game Plus Daily.